Hallo, heute mal ein Video, da hatte ich Glück und Pech gleichzeitig. Da, wo wir gerade bei Tablets sind, sind wir jetzt mal beim Wacom-Tablet. Ja, was ist denn ein Wacom? Ja, komm, ja, war, ja, komm. Tablet habe ich zufällig im Mediamarkt gesehen. Ich habe das schon mal öfters gesehen in der Systemsteuerung von Ubuntu. Unterstützung für Wacom-Tablets. Ich denke, ach, das ist jetzt ein sogenanntes Wacom-Tablet. Ne? Das wird mit USB angeschlossen, USB-Strippe, Strippe in Computer. Gibt es wohl auch kabellos, aber ich habe halt das. Und gerade mit dem habe ich jetzt Glück und Pech gleichzeitig. Da ist ein Stift dabei, nicht mit dem Stift Pech, aber mit der Version. Das ist nämlich dieser 490er. Und zwar ist das der Intuos Dron. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Intuos Dron. Und der wird von Ubuntu eigentlich noch gar nicht so unterstützt. Aber jetzt Glück, tralala. Ubuntu 16.04 unterstützt es, weil da ist das richtige Kernel drin. Ja? Kernel 4.4. Und seitdem geht's. Also gut, wollen wir mal gucken. Wacom Tablet. Gehen wir mal auf GIMP, damit wir auch mal sehen, was man mit so einem Wacom Tablet machen kann. Also hier hat es so Knöpfe, da kann man draufklicken, ist quasi linke, rechte Maustaste oder sowas ähnliches. Ich habe mich noch nicht besonders mit beschäftigt. Am Stift selber, der Stift hat wohl keine Batterie, braucht wohl keine, das ist sehr gut. Am Stift selber sind dann auch noch Knöpfe, mit denen man klicken kann, ne? Hier dran. Und der Stift selber, wenn man den aufsetzt, wie gesagt, ich habe mich noch nicht großartig mit beschäftigt, hat einen Druckpunkt. Also jetzt malen wir doch mal was. Der Witz dabei ist, man kann damit halt malen. Ne? Malen nach Zahlen. So, schauen wir mal. So, jetzt wollen wir mal probieren. Ich habe lange gefühlt, ob ich eine richtige Position hatte. Wie man mit diesem Wacom-Tablet überhaupt was malt. Gut, den Stift bewegt man in die Nähe dieser Fläche da unten. Ne? Also nicht draufsetzen, sondern erstmal nur in die Nähe. Dann sieht man nämlich hier seinen Aufsetzpunkt. Ja. Man kann natürlich das Ding auch ähnlich wie eine Maus verwenden, solange man nicht aufsetzt. Ne? Ich simuliere mal mit meinem Finger. Aufsetzen ist drücken, ist malen. Ja. Passiert aber nichts mit dem Finger. Drüber schweben lassen ist Maus positionieren. Gut, drüber schweben lassen. Gut, was machen wir denn hier auf der Kiste? Ist so ein Auge. Nee. So, Auge sei wachsam. Ja, gut, also erstmal positionieren. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie geht Auge los? Auge geht quasi da so los. Hätte ich jetzt auch ein bisschen kleiner machen können. Auge, ne? Auge sei wachsam. Hier ist, die hat das so. Ne? Wie Frauen so sind, die haben so komische Augenbrauen. Da oben hat es dann noch so leichte Lidschatten oder vielleicht auch ich auch einen Schatten, ich weiß es nicht, wahrscheinlich. Ja. Die Frau ist schon ein bisschen älter, sie ist ein bisschen runzlig unter den Augen. Ja, also man sieht, wenn man stärker aufdrückt, dann wird es auch schwärzer dort. Man kann jetzt aber frei aus der Hand, ich schiele jetzt immer so ein bisschen rüber zu dem Bild, so ganz grob. Und male es so ein bisschen nach. Und da ist es ein bisschen dunkler, also mache ich da ein bisschen mehr. So. Ja, und Auge soll Wasser. So, bis das Auge ich aussieht. Das Auge. So. So. Okay. So, und da ist es noch so ein bisschen ausgefranselt. Da ist es so ein bisschen so. Ja, so ähnlich sieht es da aus. War der Darm da. So. Und dann hatte ich ja hier noch so einen pfiffigen Haaransatz. So. Der dann auch noch da so weitergeht und der dann da noch so ein bisschen dunkler ist, dann ziehen wir das ein bisschen mal nach. Das geht ja so ein bisschen heikel um die Stirn rum, so ein bisschen so. Vielleicht heißt die ja Hiking oder so. Nee, die heißt Wacom. Da oben hat es Haare jedenfalls. Jede Menge Haare. Wenn ich die dunkel haben will, die Haare, dann mache ich so. Einfach so skizziert. Ne? Skizziert. Die Heike ihre Haare. So.
Und dann käme da quasi noch der Nasenansatz, ne, von Heike. Ihr ruckligen, ruckelrüben Nase. Und wie Frauen so sind, ne, mit dem 3-Tage-Bart und alles, ne, kann man hier natürlich noch ein bisschen andeuten. Nee, das war ja leer mehr. Gut, was auch immer das sein soll. Was man hier sehen kann, da kommt Tablet Ubuntu 16.04 unterstützt jetzt mittlerweile auch dieses da, diese Version Intuos Draw. Intuos Draw, was unter anderem Ubuntu-Version gar nicht ging. Nö. Also hier vom Kernel aus unterstützt, schöne Sache. Und dann kann man auch hier schön malen oder auch nicht. Ich hoffe, ihr mir geholfen zu haben. Verbleiben freundlichen Grüßen und tschüss. Geschnappt. Halt, stopp. Ich habe gerade was beschlossen. Halt, Moment. Halt, stopp. Warum halt, stopp? Ich habe dieses Video, wo ich was male, dutzende Male aufgenommen. Deshalb halt, stopp. Ich werde jetzt mal ganz ungewöhnlich für diesen Kanal meine ganzen Takeouts, ne, also alles, was ich jetzt rausgeschnitten habe, also was ich gar nicht senden wollte, anhängen, ne? Dann seht ihr mal, welche Fehlversuche ich hatte, bevor das Video so war, wie es am Ende jetzt war, ne? Also jetzt Vorsicht, jetzt kommt alles das, was ich eigentlich sonst immer gelöscht hätte, ne? Weil bei diesem Video habe ich so oft gemalt, dass es sich schon lohnt, die Takeouts hier nacheinander nochmal dran zu hängen. Also viel Spaß bei meinem Gekritzel mit dem Wacom-Tablet. Und tschüss. So, jetzt wollen wir mit diesem Wacom-Tablet auch mal was malen und GIMP, damit man mal sieht. Ich habe mich jetzt hier so ein bisschen frei positioniert, damit ihr auch was erkennen könnt. Was malen wir denn? Schauen wir mal. Auf der Verpackung da ist so eine junge Dame und die skizzieren wir mal so ein bisschen nach. Die hat Augen. Irgendwie ziemlich mittig im Gesicht und da hat es Augen. Da kann man so ein bisschen die Augen nachmalen, die Haare ein bisschen skizzieren und so weiter und so fort. Ja, kann man so ein bisschen nachmalen. Also, wie gesagt, ein bisschen stärker gedrückt, wird es auch dunkler, je nachdem. Kommt natürlich auch drauf an, wie man GIMP eingestellt hat. Ja, wie man GIMP eingestellt hat. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Was das jetzt sein soll, weiß ich selber nicht. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Ihr solltet ja nur mal sehen, was so ein Vacuum, also nicht Vacuum, sondern Vacuum-Tablet alles so kann. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. So, jetzt habe ich meine Kamera ein bisschen umpositioniert, damit man das überhaupt mal sehen kann, was ich hier so mache. Ich habe hier Stift und Wacom-Tablet und jetzt skizzieren wir mal irgendwie was frei. Ich versuche mal, kann man das sehen? Ich muss jetzt ein bisschen blöd halten. Ja, also blöd halten fällt mir ziemlich leicht, weil selber blöd bin. Ne? Blöd ich bin, wie Yoda sagen würde. Ne? Bist du 180 Jahre alt? Wirst du blöde sein. So, irgendwie kann man dann hier so Augen mit Lidschatten versehen oder so. Ja, also man sieht, Sinn und Zweck der Aktion ist, man kann also mit Druck arbeiten oder etwas stärker ausmalen oder auch nicht, was das auch hier immer sein soll, irgendwie ein Auge mit Augenbrauen oder so. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. So, dann wollen wir mal was malen, damit das hier auch mal ein Ende nimmt, das Video. Also ich drücke jetzt die Tasten nicht, ich nehme einfach nur den Stift und drücke so ein bisschen auf die Fläche. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt erkennt, also muss ich es vielleicht mal ein bisschen schräg nehmen hier fürs Video, damit man sieht den Zusammenhang, was ich denn da so erzeuge. Also ich muss mich so ein bisschen verkrampfen, deshalb wird das auf dem Bildschirm nichts Schönes werden. Aber es geht ja auch darum, dass er überhaupt noch was erkennt, dass ich da was mache. Ja. Also ich muss hier so ein bisschen das auch so halten, dass ihr im Video erkennt, jetzt drückt oder nicht. Jetzt drücke ich zum Beispiel ein bisschen stärker, dann male ich so ein bisschen was aus. Ob das jetzt ein Baum wird oder nicht, wer weiß das schon genau. Ne? Wir mal ein Fragezeichen malen,
etwas stärker drücken oder etwas länger ausmalen, kein Problem. Wie gesagt, ich mache das jetzt mal so ein bisschen schräg, damit man das erkennt. So, jetzt habe ich einen Moment lang überlegt, wie mache ich das überhaupt, dass man es im Video erkennt. Zusammenhang zwischen ich male hier was und da oben erscheint was. Ich denke, das muss ich ungefähr so halten, damit ihr seht, jetzt malt er was. Ne? Dass er da mal am Bildschirm irgendwas malt. So, zum Beispiel, das könnte ein Ast eines Baumes sein, der nicht schön wird, ist mir jetzt klar. Ich muss nämlich hier auf dem Bildschirm gucken, gleichzeitig so ein bisschen versetzt malen. Und das ist dann so ein bisschen schwierig, dann wird es noch schlechter, als es sowieso schon geworden wäre. Ne? Das ist das Haus von Nikolaus, wie auch immer. Ne? Also man kann relativ schnell und zügig damit irgendetwas skizzieren, ob das nur schön wird oder nicht. Das sagt dir gleich das Licht oder der Daumen hoch oder runter. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. So, und jetzt wollen wir auch mal irgendwas malen. Ich weiß gar nicht, ob man das hier im Video erkennen wird, weil meine Hand ist ja eigentlich immer davor, wenn ich was male. Und Linkshänder bin ich ja nun mal nicht. Hier bin ich doof jetzt. Wenn ich ja von einer Seite das Video aufnehmen können, dann versuchen wir es mal irgendwie so. Erstmal muss ich natürlich den Stift so positionieren. Ich muss jetzt ein bisschen in die Kamera schielen, dass ich da unten meine Markierung sehe, wo ich denn so anfange. Machen wir uns da mal zum Beispiel einen Boden. Ne? So. Wie man sieht, da wo ich stärker drücke, wird es auch dunkler, weil wenn ich etwas länger verweile, den Stift stärker aufdrücke, dann wird es da in dem Bereich dunkler. So. Jetzt könnte ich zum Beispiel hier irgendwas malen. Was weiß ich, was das werden könnte. Wird es denn ein Baum mit was weiß ich, Ästen oder so. Hm? Können auch eine Atombombe sein. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss, ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Stärker drücken wird schwärzer. Und tschüss. So, jetzt wollen wir auch mal gucken, ob wir da mal was malen können. Ich versuch's mal. Ich weiß nur nicht, ob man das dann hier im Video überhaupt so erkennt, wie es sein soll. Eigentlich müsste ich jetzt vielleicht mit links malen, aber das kann ich eigentlich gar nicht. Ich glaube, ich probiere es mal so. Das wird schon irgendwie nah. Wir malen mal so eine Art Baum. Jetzt muss ich natürlich alles so ein bisschen schräg versetzt machen. Das ist natürlich so ein bisschen doof jetzt, weil ich quasi die Kamera umarme. Ihr seid quasi jetzt umarmt. Ne? Oder arm dran, können wir auch sagen, ne? Weil ihr euch das Gekrickel angucken müsst. Was man gut erkennen kann, ist, dass da, wo ich stärker auf, länger aufsetze, da wird es halt dunkler. Ne? Darauf kommt es ja an. Da kann man schnell mal was skizzieren in diesem Wacom-Tablet. Ne? Ob das jetzt ein Baum wird oder eine Atombombe, das weiß ich natürlich nicht. Könnt ihr ja mal bewerten oder auch nicht. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir mit unserem Wacom-Tablet irgendwas mal skizzieren können. Erstmal positionieren wir erstmal den Stift so, dass wir nicht aufsetzen, aber dass wir auf dem Bildschirm sehen, wo ist denn mein Mauszeiger. Ich tippe den jetzt mal auf, damit man das mal so sieht. Ne? Also da, wo ich jetzt bin, auftippen. Ne? So, und jetzt wollen wir mal irgendetwas malen. Machen wir doch mal was. Da ist so eine Dame auf dem Bildschirm da. Ich mache mal Steuerung Z, wenn ich den dann komme, um das jetzt mal rückgängig zu machen. Steuerung Z. So, da ist ein Mädchen drauf. Mal gucken, ob wir die Augen ungefähr so hinkriegen, wie auf dem Bild da. So, da kann man so malen. Ja, malen nach Zahlenkral. Ja, so, und dann hat die da so ein... So, und hier könnte ich dann etwas stärker ausmalen. Ne? Da sieht man den Vorteil von diesem Vakuum. Ne?
nicht Vakuum, sondern Vakuum, da kann man wirklich mal ein bisschen frei malen. Da hat die Dame so Augenbrauen, die sehen ungefähr so aus. So aus. So, und dann, ja, die Nase. Ich glaube, die Nase ist immer so ein Problem. Menschen darstellen ist, glaube ich, eine Kunst für sich. Das kann ich gar nicht, glaube ich. Das ist gut. Deshalb besser keine Nase gemalt. Da oben hat es noch so ein paar Haare. Muss ich jetzt kurz mal absetzen, damit ich da mal den Haaransatz ansetzen konnte. Da muss man halt immer gucken, wo man so ist. Gut. Ob das jetzt das beste Bild der Welt ist, weiß ich zwar nicht, aber spielt keine Rolle. Ne? Hier könnte man unterschreiben, kann man also richtig frei aus der Hand irgendwas tun. Ich hoffe, hier mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. So, jetzt wollen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn man mal wirklich was skizziert mit dem Wacom Tablet. Ich habe jetzt lange gefummelt, bis ich eine Position gefunden habe, wo ihr auch mal was seht. Gut, zuerst mit dem Stift zu einer Position, wo ihr den Mauszeiger seht auf dem Bildschirm. Und dann können wir mal anfangen, irgendetwas zu skizzieren. Ja, zum Beispiel so ein Augenschwung, der nicht so ganz einfach ist zu skizzieren. Also ich bin kein Künstler. Irgendwie mal was so ähnlich wie hier auf der Kiste. Da ist ein Mädchen mit Auge. Ja. Ohne Auge wäre auch blöd. Das wäre quasi die Einäugige unter den Blinden. Die wollen wir nicht unbedingt skizzieren. So. Obwohl, ja. Orca-Kali. So. Nicht Olga. Okay. So. Da kann man irgendwas mal skizzieren, ein hübsches Mädchen malen. Ob die noch so hübsch aussieht, nachdem ich mit meinem Gemälde hier fertig bin, weiß ich ja, aber gut. Ihr wisst, wie es gemeint ist. Wieder Stift positionieren. Hier unten hat es dann noch so einen pfiffigen Schwung. Schwung. Wenn man stärker drückt, wird es dunkler. Kommt natürlich auch darauf an, wie man das in GIMP so eingestellt hat. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Wacom Tablet. Ubuntu 16.04 macht's möglich, auch mit den neueren Modellen. Und tschüss. So, jetzt wollen wir auch pfiffig und schnell was malen. Gut, Stift. Also Stift nicht aufsetzen bedeutet, ich kann den Mauszeiger positionieren. In die Nähe, in die Nähe. Jetzt habe ich den Mauszeiger zum Beispiel da. Ja, in die Nähe. Und kann was skizzieren. Nehmen wir mal zum Beispiel die Mutti da auf dem Bild. Jetzt bin ich ein bisschen weiter oben. Jetzt will ich da oben anfangen. So quasi den Teil vom Gesicht so ein bisschen nachskizzieren. Dass da irgendwie was ist. So, ja, kann ich so ein bisschen skizzieren. Ein bisschen frech, ein bisschen dunkler, ne, wo der eine Strähne ein bisschen dunkler ist, ein bisschen nachskizzieren und da hat es da irgendwie Auge mit so ein bisschen irgendwas dunkel, was an der Auge ist und so, da ist auch so ein bisschen so, da ist ein bisschen so und da ist ein bisschen so, da kommt da Auge bei raus, so, irgendwie so ähnlich sieht die Mutti aus, ja, also gut, schön nicht, aber selten, aber so, ja. Schön nicht, aber selten. Ansatz, dunkle Augen für raffiniertes Mädchen, guckt da so rum. So, und dann hat sie oben noch Augenbrauen, kann man da auch noch, gut, ein bisschen skizzieren, dass man gut sieht, wo ich länger drücke, wird dunkler. Da oben hat es Haare und dann hat es da noch irgendwie so einen Nasenansatz, das ein bisschen nasig aussieht. Ne? So ein bisschen nach Nasi Goreng sieht das bei mir so aus. Dann eine Steuerung Z wieder rückgängig machen. Die Nase ist schwierig, glaube ich. Die Nase, dann will ich hier rum und dann geht es da so weiter. Aber weil ich das hier nicht ganz drauf habe, dann kommt da so Nasenflügel. Ja, quasi. Geht dann da so hoch, ein Nasenloch. So ein bisschen die Richtung. Kann man noch ein bisschen skizzieren, bis die Frau ein bisschen halbwegs gescheit aussieht. Oder? Keine Ahnung, ja, vielleicht noch 3 Tage Bart malen oder hier der Ansatz des Lächelns,
geht. Ne? Also man kann was zu beweisen war, also frei mal skizzieren, irgendein Gedöns, was soll das sein? Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und tschüss. Sieht aus wie Angela Merkel. So, letzten Endes wollen wir auch noch mal irgendwas skizzieren mit dem Vakuum. Ne? Skizzieren wir doch mal was. Was skizzieren wir denn eben? Wen haben wir denn? Ich hätte da eine gewisse Person. Gut, ich muss jetzt natürlich erstmal gucken mit der Rundung, da ne, kriege ich das hin. Ne? Ich habe das jetzt nicht geübt. Nein, da glaubt mir eh Kaiser oder doch, jetzt nach dem ersten Strich. Glaubt für jeder, dass ich das nicht geübt habe. So, gut. Da mal so. Irgendwie so. Da muss ein bisschen dunkler sein. So, okay. Vakuum-Tablet. Ne? Also es ist nicht Vakuum versiegelt, sondern ein Vakuum-Tablet. Da, ach nee, das ist doch kaum noch aussehen, so süß sieht das aus. Der hat noch so einen Schal, der sieht ziemlich schal aus, würde ich sagen, der Schal. Das ist, kann ich auch nichts sehen. Kaum, sag mal, ein bisschen positiver das ganze Leben hier sehen. So, das sieht doch schon eher nichts aus. So, der Rest vom Kopf ist eigentlich so ein bisschen schwarz, ne? Kann man jetzt schön so ausmalen. Man sieht richtig Druckpunkt, ne? Da wo ich schon ein bisschen stärker aufgedrückt habe, da sieht es dann auch so ein bisschen stärker gedrückt, druckpunktig aus quasi. Gut, ne? Kann man natürlich schöner machen, fürs Video muss es jetzt schneller gehen. Nett, man sieht aus wie Phantomas nach der Wurmkur. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen. Und tschüss. Sieht aus wie Guess Monkey. Kommt auf D-Max. Und tschüss.